So, dann erstmal herzlich willkommen zum JFD Brokers TV. Zunächst einmal ein bisschen ein geänderter Ablauf der nächsten 2,5 Wochen, da ich eben für die Deutsche Bank, für den DAX eben auch eine Analyse erstellen muss, jeden Tag, also börsentäglich, die um 8 Uhr circa fertig sein muss, werde ich eben auch im Stream, also auf dem Chat, höchstwahrscheinlich jeden Tag eben um 8 Uhr oder 8 Uhr bis 8:30 Uhr eben eine DAX-Analyse veröffentlichen. Heute war das eben auch dann der Fall. Und diese Analyse war eben dann deutlich bullisch gehalten. Also da gab es eigentlich keinen Weg. Habe auch dann im Chat geschrieben, dass es eben im Prinzip keinen Weg daran vorbei gab, dass der DAX eben steigen wird. Jetzt ist es natürlich ja für die Leute, die eben jetzt erst zuhören, natürlich jetzt schon zu spät. Aber eben das als Info, dass ich eben jetzt also bis Ende November eben ab 8:30 Uhr dann im Chat dann verfügbar bin, bis circa eben 9 Uhr, 9:30 Uhr. Wieso ich jetzt meine Meinung eben von den gestrigen Korrekturen geändert habe, war wie folgt, waren folgende Situationen. Zunächst einmal der Dow Jones hat eben das Kursziel nahezu eben erreicht. Also er hat ein neues Tief gemacht und das Tief wurde abermals eben aufgekauft, ja, im Laufe des gestrigen Handelstages. Dann eben heute Morgen hat er eben dann noch den Widerstandsbereich durchbrochen. Lag zwar dann um 8 Uhr, 9:30 Uhr wieder leicht unterhalb, aber trotzdem war das ein Beweis, dass er nach oben wollte. Im Nasdaq gab es eben auch ein Szenario, eine Abwärtsbewegung, eine nach oben eine Korrektur und dann wieder eine weitere. Hier war eben, hatte der Nasdaq eben auch ein neues Tief gemacht, deutlich tiefer zwar. Es würde aber auch jedes Mal wieder aufgekauft. Also war jetzt hier die dreiwellige Bewegung, könnte hier eben auch schon eben zu Ende gegangen sein. So, und der dritte Hinweis war eben im DAX, eben diese Hammerkerze im Tageschart. Und diese drei Sachen haben mich eben dann veranlasst, hier ein Setup eben zu erstellen, das eben mit dem Bruch spätestens der Marke 10.880 eine dynamische Aufwärtsbewegung vonstatten gehen sollte. Alternativ wäre eben hier erst ein Bruch angedacht gewesen, beziehungsweise kein nachhaltiger Bruch, sondern erst ein Anlaufen der 10.870er Marke. Und hier wäre im Prinzip der schönere oder beziehungsweise der Einstieg mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis gewesen, was aber halt dann nicht eintrat. Euro-Bund, den wollte ich noch zeigen. Hier hielt eben das Band, und zwar lief er eben über den ersten Widerstand hinweg. Konnte sich aber jetzt hier an dem zweiten wichtigeren Widerstandsband sozusagen fangen, beziehungsweise eben nicht, die Bullen konnten keinen Kurs darüber setzen. Hier hätte er aber es trotz alledem mit dem steigenden DAX größere Kursverluste geben sollen. Und hier muss man jetzt dann trotzdem aufpassen, dass eben dieser Bereich 155, 87, solange der nicht gebrochen wird, ja, könnte es auf jeden Fall hier nochmal ein kleineres Hoch geben. Der ganz wichtige Bereich oder die Marke, wo definitiv mit keinen fallenden Kursen jetzt hier mehr zu rechnen ist, ist eben dieser Bereich hier oben. Liegt auch jetzt hier im Stundenchart genau der EMA 200. Also das letzte Hoch ist hier immer noch das komplett Entscheidende, ob sich hier eine Abwärtsbewegung fortsetzen kann. Sonst habe ich jetzt aktuell eben nichts Neues mitgebracht. Hier im
im Dow Jones Index, das ist jetzt hier der Tageschart, hier ist eben auch angedacht, schon eine dreiwellige Korrektur. Hier könnte jetzt der Index eben nochmal bis, ja sogar bis maximal 17.921 hochlaufen und dann aber trotzdem nochmal ein neues Korrekturtief erreichen. Also ich sehe jetzt nicht direkt einen Ausbruch hier hoch. Also da sollte man ja wachsam sein, wieder bei 17.008 oder spätestens bei 17.872. Im DAX lief er jetzt ja fast an die Marke von 10.900 ran. 11.000 Punkten, Entschuldigung. Konnte also hier ein alternatives Kursziel eben fast erreichen. Aber hier dürfte auch jeder Pullback auch bis an die 10.900er Marke eben dann anschließen, sollten dann Käufe eintreten. Also hier bleibe ich erst einmal soweit bullish, bis nochmals die Marke von 11.040 etwa erreicht wird. Aber Neueinstiege bieten sich wirklich erst hier etwa an der oberen Gap-Kante wieder an. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich melde mich höchstwahrscheinlich später nochmals per Video, aber auf jeden Fall per Text. Danke und tschüss.